So, herzlich willkommen zu diesem Video. Ist sozusagen ein Roadmovie, das wir hier drehen, weil wir jetzt nämlich von Nürnberg hierher gefahren sind. Wir, das sind Corinna Ullmann und ich. Ja, wir sind gemeinsam mit dem Auto jetzt hierher gefahren. Wohin sind wir gefahren? Zur Schule. Zur Realschule am Europakanal. Realschule am Europakanal, die ist hier schon hinter uns. Die Realschule am Europakanal ist nämlich dafür bekannt, dass sie besonders weit ist in Digitalisierung. Die hat schon mal den Deutschen Schulpreis gewonnen, weil sie eben so gut ist im Umgang mit digitalen Medien. Und wir sind heute verabredet mit Sabrina Magen. Sabrina Magen ist hier Religionslehrerin und die hat uns versichert, dass an der gesamten Schule in allen Klassen nur noch mit Tablets unterrichtet wird, auch im Religionsunterricht, und das wollen wir uns heute auf jeden Fall mal etwas genauer anschauen. Also wir sind gespannt und werden jetzt gleich in die Schule gehen. So, das ist also Sabrina Magen, bei der wir jetzt heute hier hospitieren dürfen. Und Sabrina, vielleicht magst du noch ein bisschen erzählen, wie das so ist bei euch mit den digitalen Medien. Ja, also wir setzen voll auf digitale Medien. Wir haben die Vorgabe hier, dass wir 100% mit MEBELs arbeiten. Das heißt, in jedem Fach, in jedem Kurs, in jeder Klasse haben wir die Verpflichtung, mit MEBELs zu arbeiten und den MEBELs-Kurs anzulegen. Und das bringt natürlich eine Digitalität mit sich. Und wir haben eine 1:1 Ausstattung bei den Schülern. Und das heißt, jeder hat ein Endgerät und die sind es gewohnt, einfach in jedem Fach. Das ist automatisch dann so bei den Schülern drin, dass das dann eben mit MEBELs geführt wird. Und ja, wir sind hier sehr digital. Das ist oft schwierig für Kollegen, die neu hier in unsere Schule kommen. Man muss sich da gut einarbeiten. Es ist ja kein schau mal, bis du reinkommst, sondern du musst sofort den MEBELs-Kurs anlegen und deine Materialien da anlegen. Aber die Erfahrung zeigt, dass gerade die jungen Kollegen und Kolleginnen, die hier kommen, das sehr zu schätzen wissen und sich da reinfuchsen und das auch viel Spaß macht, das auszuprobieren. Und im Zweifelsfall sagen die Schüler schon, wie es geht. Und das ist tatsächlich in jedem Fach so, ne? Ja, eben auch im Religionsunterricht. Genau, richtig. Und das bringt natürlich einiges mit sich. Also die Schüler führen hier kein Heft, weil sie haben ja sozusagen, der MEBELs-Kurs ist unser Heft. Die können immer wieder schauen, was wir gemacht haben letzte Doppelstunde. Und da ist ja alles gespeichert, die Arbeitsblätter, die ausgefüllten. Und Übungen können die dann immer wieder auch wiederholen. Lückentexte beispielsweise, dass das nicht ausgefüllt auf dem Blatt ist, sondern dass ich zu Hause sage, wenn ich mich auf einen Test vorbereite, kann ich diesen Lückentext immer wieder üben. Und ein echter Vorteil ist, wie ich es vorhin verstanden habe, dass es diese personalisierten Rückmeldungen gibt. Genau, das heißt, die Schüler geben die Arbeitsblätter ab oder andere digitale Produkte, die sie erstellen, wenn sie jetzt zum Beispiel ein Video erstellen, oder ich habe jetzt Stop-Motion-Filme zu Jesu Gleichnissen machen lassen, und dann kann man natürlich sehr individuell feedbacken für die Kinder. Mhm. Und es ist auch ein geschützter Rahmen. Also wenn ich nichts präsentieren möchte vor der Gruppe, weil es mir unangenehm ist, weil es mir zu nah geht, gebe ich es in MEBELs ab. Und die Schüler wollen ja aber dann doch vom Lehrer eine gewisse Rückmeldung. Also ich war ja doch bereit, was zu teilen. Und das kann ich ihm dann im persönlichen Feedback geben, indem ich zum Beispiel ganz leicht in MEBELs selber ein Audiofeedback einspreche. Mhm. Und ihm nochmal rückmelde, dass er sich da Mühe gegeben hat und dass ich es toll finde, dass er so ein Erlebnis teilt mit uns. Wenn du deinen Namen hörst, sagst du ja, Thalia. Nein. Was ist los? Ich glaube, wir sind abgelassen. Okay, der Oskar? Ja. Hi. Geht's dir gut? So, und in der 8. Klasse, die wir jetzt noch hospitiert haben, haben wir auch noch die katholische Kollegin kennenlernen dürfen, Frau Hess, die auch überzeugte Digitalerin ist sozusagen, oder die eben auch sehr ihren Religionsunterricht digital hält und immer wieder auch kooperiert mit der Frau Magen zusammen. Richtig. Frau Hess, mögen Sie noch so ein kleines Plädoyer halten für digitale Medien im Religionsunterricht?
Also ich finde, dass die digitalen Medien im Religionsunterricht einfach nur ein absoluter Gewinn sind und ich kann Ihnen mit auf den Weg geben, trauen Sie sich ran, machen Sie Podcasts, machen Sie Tutorials, Comics, alles was es da so gibt auf dem Markt, trauen Sie sich ran, wenn Sie später dann fertige Lehrer sind oder auch vielleicht schon im Studium. Und vielleicht treffe ich ja den einen oder anderen wieder, da ich hier auch die Seminarlehrerin für Deutsch bin. Ich würde mich freuen. Also wir haben jedenfalls hier gemerkt, wie man gut mit digitalen Medien arbeiten kann und dass das auf jeden Fall die Zukunft auch des Religionsunterrichts sein wird. Absolut. Also vielen Dank nochmal und sehr gerne. Bis demnächst wieder. Ciao, ciao. Ja, es war ein toller, eindrucksvoller Vormittag heute. Ganz am Schluss gab es noch eine kleine herbe Überraschung am Auto.